Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tulf und willkommen zu einer weiteren Folge von Spookys Jumpscare Mansion. Wir begeben uns nun in die nächsten 100 Räume, also von Raum 100 zu Raum 200. Und während ich gerade diese Anmoderation mache, stelle ich fest, wie schrecklich dringend ich eigentlich die Porzellanabteilung besuchen müsste, sprich die Toilette. Aber das kann ich nun nicht mehr, weil ich bereits angefangen habe. Wir ziehen das jetzt durch, auch wenn ich dringend pissen muss. Ist egal. Los geht's. Wir fahren mit dem Fahrstuhl weiter runter. Und es geht weiter von Raum 100 zu Raum 200. In Spookys Jumpscare Mansion. Dann haben wir nur noch 800 weitere Räume vor uns, Freunde. Also, macht euch keine Gedanken. Noch 1, 2, 15, 30.000 Folgen, dann sind wir durch. Los geht's. Raum 101. There we go. Oh, shit. Die Atmosphäre hat sich auf jeden Fall So. Direkt so ein scheiß Baumsturm. Hör doch auf. Okay, ihr habt mir auch in die Kommentare bei der ersten Folge geschrieben, dass das Spiel auf jeden Fall noch viel krasser wird. Das habe ich mir ja bereits gedacht. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Mich haben auch einige darauf hingewiesen, dass ich sprinten kann. Habe ich ja mittlerweile selber rausgefunden. Hier ist einfach ein leerer Stuhl. Alles klar, safe. Ah, dann gehen wir mal hier hinten rum. Auf jeden Fall nice, dass sich die Atmosphäre so jedes Mal ändert. So nach 50 Räumen, immer wenn man mit dem Fahrstuhl fährt. Das finde ich cool. So, mit wo müssen wir lang? Hier links lang? Da ist wieder nichts. Oh mein Gott. Hör doch auf. Gehen wir halt hier rum. Ein paar von euch meinten auch, das Spiel ist ja furchtbar langweilig, aber ich feiere es eigentlich. Ich finde es cool. So mit diesen 1000 Räumen und wir müssen uns hier so ein bisschen durchjuggeln. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Einfach mal hier durch. Wir ignorieren einfach mal diesen... Okay, die Jumpscares werden nicer. Wir ignorieren einfach mal den grünen Glibber auf dem Boden. Und gehen weiter. Was ist das denn hier? Computer? In einem Schloss? Okay. Wir gehen rechts. Es ist ja gar nicht gruselig, Freunde. Jetzt mal ganz ehrlich, dieses Spiel ist nicht gruselig. Wir gehen jetzt hier durch, man hat so ein bisschen Atmosphäre, ja, diese gruselige Hintergrundmusik und diese schlecht beleuchteten Gänge, oh ja, es ist furchtbar. Aber das Einzige an diesem Spiel, was einem den Schrecken einjagt, sind einfach diese random Jumpscares, ja, man kann sie halt wirklich schlecht vorhersagen im Spiel, die kommen einfach irgendwann. Und das ist das Einzige, was einem hier in den Arsch beißt. Ansonsten geht's von der Atmosphäre ja eigentlich ziemlich easy. Da drüben ist auch nochmal eine Brücke, okay. Wir gehen mal hier weiter. Einfach hier weiter. Was ist das? Ach, ein Teppich. Ich dachte gerade erst kurz, das wäre Lava. Das hätte ich gefeiert. Hier ist wieder diese grüne Schleimglibber. Wir sind schon wieder in Raum 111, kommen gut voran. Ich gehe einfach mal wieder links lang, ja. Weil rechts wieder so ein scheiß Stuhl steht. Also ist da wahrscheinlich wieder Ende Gelände hier im Labyrinth drin. Und hier gehen wir jetzt auch wieder nach rechts, wie gerade eben. Und das sollte dann auch wieder nicht zum Ende führen. Alles klar. Wahrscheinlich, oder? Hast du wahrscheinlich so gemacht, oder, Spiel? Hat's mich reingelegt. Hat's mich verarscht. Habt ihr gemerkt? Eben hat's mich nach rechts gelotst. Und jetzt macht's den Eingang einfach nach links. Na gut, hätte man sich auch denken können. Aber ich, möchte hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir machen einfach mal weiter. Room 113. Die Geräusche gefallen mir nicht. Was ist das hier? Hallo? Nein, ist keiner hier. Ich hab keine Zeit für eine Umfrage. Heute nicht. Heute nicht, Freunde. Bisschen Atmosphäre ist schon drin, muss ich gerade sagen. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Oh, shit. Ist hier irgendwo eine Tür? Ich ahne Böses. Ich werde da nicht hingehen. Das Vieh bricht garantiert aus. Aber irgendwie will ich schon hingehen. Ich guck's mir mal an. Bricht's aus? Okay, wenn ich E drücke, passiert nichts. Ich gehe schnell zurück. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Hier raus. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Atmosphäre ist doch schon cool gerade. Gerade ist doch ein bisschen gut. Nimm's zurück, nimm's zurück. Alles gut. Wir machen mal weiter. Oh, was sind wir denn jetzt hier? In irgendwelchen... Alter. Wie sich das ja auch immer ändert, wisst ihr? Wir kommen so... Hier ist verschlossen. Wir kommen von so einem... Keine Ahnung. Eigentlich nicht im Landhaus, ja? Auf einmal hier in so eine... Wie so ein... Alter. Wie in so eine hier Forschungs... Was ist das? Einfach ein Velociraptor-Kopf. Einfach hier in so eine Forschungsding. Da vorne ist eins ausgebrochen. Ja, genau. Voll unoffensichtlich. Bestimmt verfolgt uns das nicht oder so. Oh, ja. Hier sind ja gar keine Türen. Muss ich hier rein? Nee. Hier liegt ein Zettel. Den gucken wir uns mal an. Objekt. Alter, was war das denn jetzt für ein Geräusch? Ich wollte gerade vorlesen. Objekt Nummer 5 wird immer unruhiger. Ich habe Spook bereits gesagt, dass wir mehr Beruhigungsmittel brauchen, aber sie hat einfach nur gelacht und ist durch die Decke geflogen. Ohne weitere Chemikalien können wir diese Dinger nicht ruhig halten. Ich bin mir nicht sicher,
wie viel länger wir sie hier noch sicher halten können. Das ist irgend so ein Laborassistent, hat das geschrieben. Ja, alles klar. Liegt da eine Keycard? Kann ich die nehmen? Nee, kann ich nicht. Oder? Nee, kann ich nicht. Doch, Keycard picked up. Nice. Okay, was kann ich damit jetzt machen? Kann ich damit hier raus? Ah, die ist bestimmt für eine von den Türen in dem hinteren Raum. Ich gehe einfach mal. Ich möchte Subjekt 5 nicht begegnen. Tue ich aber gleich eh, von daher... Machen wir einfach mal weiter. Tun so, als würde nie was passiert. Als wäre nie was passiert. Kann ich nicht ein Inventar öffnen? Nee, kann ich nicht. Ne, auf I? Nee, hab ich gar nicht. Ich dachte, ich habe ein Inventar. Hier kann ich jetzt durch. Okay. Da liegt noch ein Zettel. Oh, ich weiß ganz genau, dass Subjekt Nummer 5 hier irgendwo ist. Hoffentlich ist ein Velociraptor, dann feiere ich das. Ich glaube, Subjekt Nummer 5 ist freigebrochen. Das Glas im Container ist zerbrochen und ich kann ein Klicken hören, das aus der, das von der Decke herkommt. Ich weiß nicht, was nur passieren wird. Wenn es draußen und am Leben ist, ist das vermutlich mein letzter Bericht. Das Klicken wird lauter. Also, Freunde. Ist es das da vielleicht? Ist es das da? Ich hau ab. Klicken! Klicken! Klicken, klicken! Klicken, klicken, klicken! Immer noch, es klickt nicht mehr. Ich gehe trotzdem, ich renne. Ich möchte nicht... Es klickt immer noch. Lol, kommt das aus diesen Löchern? Digga, was? Hä, was ist das für ein Vieh? Einfach weiterlaufen. Room 124. Einfach keinen Fick geben, weiterlaufen. Okay, wir gehen wieder nach links, weil rechts wieder der Stuhl steht. Okay. Hauptsache. Oh, was ist denn das? Wie so ein Tausendfüßler oder so. Hau bloß ab. Hau bloß. Nein, ich muss rechts lang. Ich muss rechts lang. Ich muss rechts lang. Bitte, bitte rechts. Lass rechts richtig sein. Ja, rechts ist richtig. Nice. Geh mir, hör mir auf. Hauptsache, das Vieh ist einfach da. Ekelhaft. Wie so ein Tausendfüßler. Also, es hat eigentlich nur 8 Beine. Hätte auch eine Spinne sein können. Aber es sah, glaube ich, schon mehr aus wie so ein Wurm-Tausendfüßler-Vieh-Dings. Also, meines Anscheins nach sah es mehr so aus. So, Raum 130, weiter geht's. Einfach nicht aufhören zu... Oh, Gott, Gott, der hat mich kalt erwischt. Mit dem habe ich gerade gar nicht gerechnet. Hauptsache, immer diese kleinen, ekligen Jumpscares mit diesen Baumstümpfen. Das ist doch scheiße, Mann. Die beißen einem immer richtig in den Arsch. Oh, Mann, okay. Raum 135, hier ist wieder ein Zettel. So langsam macht auch dieser Ort mir etwas aus. Ich habe zwar genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, wie man mit ein paar einfachen Geistern fertig wird. Aber diese Monster werden immer schneller und gefährlicher und fremder und komischer. Und es gefällt mir nicht. Ich möchte bitte hier raus. Können wir nicht einfach zu Raum 1000 springen? Ich gebe auch 5 Euro. Bitte. Wir gehen mal rechts rum. Oh, scheiß Geist. Hier ist verlockt. Verlockt vor allem. Es ist richtig verlockt wahrscheinlich. Verschlossen, ich wollte gleichzeitig verschlossen und locked sagen, da kam dann halt verlockt raus. Das kann passieren, Freunde, das tut mir leid. Gehen einfach mal weiter. Wenigstens hat das Klicken aufgehört, ey. Hauptsache, das hier bin ich los. Ich hoffe, you are here. Alles klar, wahrscheinlich bin ich da, oder? Wahrscheinlich ändern sich die Räume, Mann. Bitte nicht. Bald stehen wir einfach wieder am Anfang. Genau, wir kommen einfach wieder im Startraum raus und müssen dann alles nochmal machen. Das wäre krass. Würde ich dem Spiel aber auch zutrauen, schon ein bisschen. Oh, zum Glück war das keine Sackgasse, ey. Ich dachte schon, wenn ich den ganzen Weg zurücklaufen muss und dann das Vieh kommt oder so, ich verkackt. Wenigstens konnte das Vieh nicht schweben, sonst hätte mich das eben 100 pro gekriegt, wo ich nicht genau wusste, wo ich lang muss. Das ist wenigstens auch an die Pfade gebunden, das ist schon mal ganz gut. Dann ist es für uns nicht ganz so schwierig. Okay, weiter geht's. Oh Gott, Mann! Diese scheiß dreckigen kleinen Jumpscares, die eigentlich überhaupt nicht schlimm sind. Aber die kommen einfach... Was? Nein, 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 ich will hier raus. Hier kann ich nicht... Richtig? Richtig? Falsch. Richtig? Richtig? Falsch. Warte, 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 warte. Nein, 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 links. Richtig? Richtig? Geradeaus. Richtig? Links oder rechts? Links oder rechts? Geradeaus. Ja, 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 geschafft. Hauptsache, was war das für ein Rätsel? Hauptsache, ich habe direkt gerafft, wie es funktioniert. Weil es hat so Ding oder Dödö gemacht und ich dachte, Dödö ist falsch, also muss ich dem Ding folgen. Und das habe ich getan und es war richtig. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass das stimmt.
ausnahmsweise mal was richtig gemacht. Sind wir hier links richtig? Ja, wunderbar. Guck mal, wie es läuft. Jetzt sind wir hier im Lauf drin, Freunde. Okay, Raum 148. Wir sind gleich in 150. Dann fahren wir wieder Fahrstuhl runter. Haben wir immer wieder einen Speicherpunkt. Und Speicherpunkt. Sehr nice. Eine Notiz, schauen wir uns mal an. Um in diesem Haus zu überleben, muss ich weiter Notizen schreiben. Ich muss alles tun, was der Hauptcharakter tun würde und hoffen, dass das eine dieser Geschichten ist. Hier bitte einfach eine obskure Horrorreferenz einfügen, die niemand versteht und jeder als irgendeinen Tipp missinterpretiert. Alles klar, ich danke für diese Notiz und für den, Tipp. Wir speichern, Freunde. Die Notizen hier sind richtig nice. Ich feiere die Notizen so langsam. Die ist vor allem gut mit der bitte eine obskure Horrorreferenz einfügen, die jeder als Tipp missinterpretiert. Ja, das kann passieren. Wir fahren mal weiter. Raum 151, einfach weiterfahren. Gar keinen Fick geben. Einfach weiterfahren. Mal sehen, wie es in den nächsten 50 Ebenen wird. Es wird ja langsam immer krasser. Und zieht euch mal rein. Wir sind gerade mal jetzt quasi durch die dritte Ebene durch. Weil alle 50 Level ändert sich die Ebene ja quasi. Also die Aufmachung. Und das war gerade quasi erst sozusagen die dritte Ebene. Und da kommen noch ein paar. Möchte ich nur mal anmerken, Freunde. Also seid gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet nicht ab. Schaut bitte weiter zu. Es wird noch ganz First Class, Freunde, First Class. Okay, das hier sieht aus wie so eine Holzhütte oder so. Oder ist das gemauert? Keine Ahnung. Wir machen einfach mal. War das ein Schuss? Hat sich sonst... Ja. Verdammter Toast. Gott. Ich zucke immer so. Das ist schon... Ah, die Jumpscares sind schon teilweise... Die erwischen einen schon. Muss man schon sagen. Muss man einfach mal anmerken, Freunde. Ja, wir machen weiter. Wir machen weiter. 156, Notiz. Nun, ich bin immer noch nicht gestorben, also sieht es wohl so aus, als wäre ich der Hauptcharakter, aber ich bin mir nicht komplett sicher. Ich hoffe, ich bin nicht irgendein nutzloser Zusatzcharakter, der Notizen völlig sinnlos hinterlässt. Außerdem habe ich einen merkwürdigen Computer gefunden, der mir eine Beschreibung der Monster gegeben hat. Und es sieht wohl so aus, als werden sie effektiv genannt, je nachdem, wie viele Menschen sie töten. Das ist natürlich gut, Freunde. Das heißt, desto mehr... Der war jetzt nicht so nice. Der Jumpscare, der wurde zu früh gezündet. Den hätten sie später machen müssen. Jedenfalls, diese Monster werden scheinbar nach einem Effektiv-Level gerankt, je nachdem, wie viele Menschen sie bereits auf dem Gewissen haben. Das ist natürlich, ja, ist ein gutes System. Ja, würde ich auch so machen, wenn ich Monster züchten würde. Ist an sich ja nicht schlecht. So, wir sind bereits in Raum 161. Fehlen nur noch 39. Bis zum nächsten Speicherpunkt und Folgenende. Weiter geht's. Noch 37. Noch 36. Noch 35, Freunde. Wir kommen... Taschenlampen! Was? Dass die zwischendurch einfach so random einen in irgendwelche Spiele quasi reinhaut, wisst ihr? Einfach so jetzt hier so eine andere Aufmachung auf einmal. Mit anderen Türen und so, wisst ihr? Ja, wir gehen einfach weiter. Überhaupt nicht drauf achten. Ich lasse mich hier gar nicht beirren. Nein! What the fuck? Wir haben Schaden gekriegt. Irgendwas hat uns angegriffen. Ich habe nicht gesehen, was. Keine Ahnung. War es ein Geist? Ich weiß es nicht. Aber wir regenerieren uns. Das ist gut. Das ist gut. Regeneration ist nice. Feier ich. Einfach weiterrennen. Ich möchte hier nicht sterben, hier unten. Die Musik ist richtig laut und richtig penetrant. Okay, rechts. Einfach weiterlaufen. Solange die Musik läuft, laufe ich einfach weiter. Irgendwer hat mir geschrieben, solange Musik läuft, wirst du verfolgt. Sobald die Musik aufhört... Boah! Pff, sobald die Musik aufhört, kann ich wieder langsam laufen. Ich glaube, die Musik hört auf. Ich laufe trotzdem immer weiter. Solange Musik läuft, werden wir verfolgt. So wurde mir das gesagt. Und ich werde das beherzigen. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise höre ich mal auf euch. Ich glaube, die Musik klingt langsam ab. Keine Ahnung, was das gerade war. Einfach Musik kommt. Ich denke schon so, oh, da kommt bestimmt ein Monster. Zack, Schlag abgekriegt. Aber direkt. Okay, Musik hat aufgehört. Wir sind wieder safe. Alles klar. Machen wir mal gediegen weiter. Ohne so viel Hetzerei. Ganz in Ruhe jetzt. Hauptsache. Musik geht los. Direkt einen Schlag gefressen, ey. Ich habe mir schon gedacht, so wo die Musik losgegangen ist und ich das so gehört habe. Und das Schreien von dem Vieh auch. Was auch immer es war. Ich habe es nicht gesehen. Habe ich mir schon gedacht, hey. Da kommt was Größeres auf uns zu. Und dann? Ah, einfach Damage gefressen. Ich hätte gern gesehen, wie das Vieh aussah, aber ich glaube, es war unsichtbar. Ich habe nichts gesehen, auch nicht im Augenwinkel oder so, dass ich überhaupt irgendwas gesehen habe. Vielleicht bin ich auch aus Versehen genau reingelaufen. Ich glaube, dann sehe ich es auch nicht, weil die hier wie so 2D gemacht sind, die Viecher.
Und ich schätze mal, wenn ich dann genau drinne stehe, sehe ich es nicht. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da mehr Infos zu, was mich da gerade erwischt hat. Ich habe es nicht gesehen, habe einfach nur Damage gefressen und hatte dann Angst. Ich bin gerannt. Habt ihr bestimmt mitgekriegt. Gut, Raum 198. Wir sind gleich durch diese Folge. Noch zwei kleine Räume. Die können ja so schlimm nicht sein. Kommt nochmal der Kakaobecher raus. Kann man ja mal auspacken. Ja, im letzten Raum kommen die heftigen Jumpscares. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Hier haben wir wieder eine nette Notiz. Ich glaube, die Effektivität der Spezies ist auch irgendwie damit verbunden, wie viele Seelen der Leute sie töten. Aber wie auch immer, ich bin immer noch am Leben und stark. Aber ich glaube, als würde der Kernpunkt dieser Geschichte noch vor mir liegen. Ich frag mich, wie der Antagonist wohl aussehen wird. Ich hoffe, sie sind süß. Bestimmt wird der Hauptgegner dieses Spiels extrem süß sein. Wahrscheinlich ein kleiner Dackel, man weiß es nicht. Vielleicht einer von diesen Toast-Jumpscares. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Das war es für diese Folge von Spookys Haus auf Jumpscares oder Spookys Jumpscare Menschen, wie auch immer man es nennen möchte. Ich bin Julfa, verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, sofern ihr wieder einschaltet. Macht's gut und bis dahin.